Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, ich muss mal schauen, wie ich das am besten mache, weil wir haben ja in 2 Tagen den Hexenprozess. Das heißt, wieso eigentlich in 2 Tagen? Stand das nicht schon in der letzten Folge drin, dass das in 2 Tagen ist? Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Das kann natürlich auch sein. Das heißt, dass ich mich jetzt erstmal ums Gemüse hier kümmern werde. Da steht noch ein Tag. Ah ja, doch, dann ist am zweiten Tag. Okay. Ich wollte gerade sagen. Wie komme ich jetzt eigentlich an die Pflanzen ran? Oh, das habe ich ja richtig clever hier reingebaut. Mal schauen, wenn ich da jetzt gieße. Ja. Das habe ich gut gemacht. Nein, ich will die nicht. Ach so. Ach, die sind sowieso. Ah, ja, okay. Da müssen wir die auch nicht machen. Das ist gut. Ich dachte gerade schon, ich komme jetzt überhaupt nicht mehr daran. Wir können auch nochmal Honig holen. Das ist auch sehr schön. Da können wir nichts machen. Nimmt er das jetzt mit? Ich wollte gerade sagen, weil ich habe nämlich extra jetzt dazwischen angeklickt. Ach so, stimmt. Ach, ich konnte hier. Ob ich es konnte, weiß ich nicht. Aber ich habe es auf jeden Fall vergessen. Ich muss noch Trauben holen. Trauben, Trauben, Trauben. Oh je. Komm, lauf hoch. Da oben haben wir auch nichts. Theoretischerweise. Ne, da braucht noch was. 2 Stunden. Aber unser Wein könnte eventuell schon fertig sein. Da schaue ich jetzt auch noch mal kurz nach. Ja, perfekt. Ih, was ist das denn? Kimchi und Sauerkraut. Sauerkraut sieht aber seltsam aus. Apfelwein haben wir auch noch. Ja, wir nehmen aber trotzdem jetzt erstmal normalen Wein. So, den können wir auch wieder Blätter reinlegen, damit wir dann auch nochmal mehr Seide produzieren können. Sehr schön. Hatte ich hier nicht noch irgendwas, was ich bauen wollte? Fällt mir gerade ein. Den habe ich. Papierpresse, Entsafter habe ich unten links. Daneben habe ich dann dieses Gärfass-Ding. Nee, Moment, das ist nicht das Gärfass, das ist was anderes. Nee, das Butterfass habe ich daneben. Seidenraupen sind klar. Den Glasschmelzofen. Da brauchte ich Lehm für. Da müsste ich nämlich auch mal gucken. Metallwerkstatt und Färbebad. Naja, gut, das bräuchten wir dann. Obwohl, naja, gut. Ich meine, wir haben ja eigentlich genug Eisen, würde ich jetzt mal behaupten. Können wir uns mal drum kümmern, dass wir nochmal ein neues Eisen von ihr bekommen. Ich gehe mal ganz schnell rüber, um mir neues zu holen. Oder auch nicht, weil die noch gar nicht arbeitet. Ja, jetzt weiß ich, warum ich morgens immer die Zeit auf meiner eigenen Farm verbringe. Beziehungsweise eigentlich ist es ja ein Ranch irgendwie. Da oben sehe ich jetzt nichts, was man einsammeln kann. Oh, sehr geil. Wir haben nochmal Unkraut. Ach, wir hatten noch letztes Mal bisschen mehr Unkraut gesammelt, oder meine ich das nur? Holz, herumliegendes Holz ist immer gut. Nein. Du machst mir jetzt hier nicht den Baum. So, schauen wir mal eben. Ja, genau, meine ich doch. Dann können wir das auch machen. So, sehr schön. Oh, such a pretty girl. Also, ich gebe zu, ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt heute vielleicht noch Neues bekommen könnte. Sollten die jetzt wirklich nur die gleichen alten Texte reden? Ach ja, natürlich kann sie wieder nicht das nehmen, wo sie direkt vorsteht, sondern sie muss den Baum nehmen, der 2 Meter daneben steht. Warum auch nicht? Sind wir jetzt mittlerweile schon gewohnt. Was ich eigentlich sagen wollte, also sollte es jetzt keine neuen Texte geben und keine neuen Erkenntnisse sozusagen hier im Starte-Feenland, dann. Ah, hier ist der dritte. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in 1 oder 2 Tagen wieder, beziehungsweise vielleicht schneide ich das dann auch so zusammen, dass das alles ein Tag ist, muss ich mal gucken. Weil es ist ja. Oh, da ist sie schon unterwegs. Es ist ja doch ziemlich langweilig, immer das Oh, Gleiche zu wasn't that hören. wedding charming? Shame they didn't have Cameron to officiate, though. I know Francis isn't a member of the League, but I'm sure Cameron wouldn't have mucked up the ceremony with his own rubbish. Ja, vielleicht haben wir auch Glück und hören noch mal was Neues. Also sie hat auf jeden Fall was gesagt, das wir vorher noch nicht gehört hatten. Ich schalte euch auf jeden Fall gleich wieder hinzu, entweder am gleichen Tag noch,
Ja, oder ich schneide das Ganze irgendwie so zusammen, dass es dann bis zum Hexenprozess oder sich nur um den Hexenprozess geht. Das muss ich dann mal schauen, je nachdem, wie hier die Vorlagen sind. Ich kümmere mich auf jeden Fall erstmal ein bisschen um die Tiere und wir sehen uns dann gleich wieder. Otto just can't stop talking about that neighborhood watch of his. How do I know he's not telling his people to watch me? Hm? Tja. Unsere Hochzeitsglocken. When Juliet played at the wedding, it reminded me of Giacomo. He used to walk around Ravenwood Hollow whistling. One day, maybe Juliet will do the same. Ja, das könnte sein. Juliet played so well at the wedding. It's the best live music we've had around here since Parker stopped giving harmonica concerts in the bar. Also, ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, aber es kann sein, dass tatsächlich die Leute wieder was Neues reden. So, Vanessa asked me to come in for a chat because Finn's reading skills are not where they should be. How do I tell her that I just don't have time right now? Or that he reads perfectly fine at home? Ja, indem sie es einfach sagt, würde ich sagen. I thought Juliet played really well. I tried taking up the uke at her age, but I just didn't have an ear for music. I could never tell when my uke was out of tune and my mom never had the heart to tell me how terrible I sounded. Okay. Sagst du auch noch was zur Hochzeit? See, Sophie is not a malcontent, or whatever Cameron calls him. You ask me, the only one stirring up trouble is our fair messenger himself. Da hat er nicht so ganz Unrecht. I'm usually a big crier at weddings, but I managed to keep it together. Juliet would never have let me hear the end of it if I burst into tears during her song. Wieso haben wir bei der eigentlich immer noch kein komplettes Herz? We got lots of useful wedding gifts. Natalia made us a new cast iron pot. But don't tell her that my favorite gift is that portrait Parker gave us. Das war ja klar. Did you know that the original meaning of libations is offering to the gods? So when you think about it, my bar is kind of a like a temple. Does that make it respectable enough for Otto? Also das glaube ich jetzt eher nicht, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Now that I know Juliet can play guitar so beautifully, I have a mission. We are going to start a Fairhaven band. Members of all talent levels are welcome. Any skills you'd like to contribute? I can whistle with a blade of grass. Oh, you were serious? Ja, singen wäre nicht schlecht oder, weiß ich nicht. Flöte habe ich beispielsweise mal gespielt. Was denn? Hi, Tara. I'm so glad you stopped by. I have a bit of a conundrum. Leon Korn, the founder of the League of the Conscious Mind, has offered to stop in town to give our chapter a boost. Sure, our growth has been slow, but all of our new members are very enthusiastic. I want to prove that I can make this chapter flourish on my own, but I don't want to insult Messenger Korn either. What do you think I should say? Er muss an dich glauben, ein Ratschlag kann nicht schaden, eine Berühmtheit könnte Positives bewirken. Ja, das ist Schwachsinn. I think you're doing a great job. Messenger Korn needs to have faith in you and let you fly on your own. Wow, thank you. I think you're right. I'm gonna tell him that we're fine on our own. It means a lot to me that the Fairhaven membership has placed their trust in me thus far. I'm going to keep working hard to prove myself worthy of it. And I appreciate feeling that there are people here who I can really trust too. Like you, Tara.
Ey, das gibt's so. Ich habe mit ihm jetzt schon 4 goldene Herzen, ja. Und Wesley, gut, den habe ich natürlich jetzt später kennengelernt. Das kommt auch noch hinzu. Aber Wesley, den ich ja heiraten möchte hier in dem Spiel, mit dem habe ich nicht ein einziges fucking Herz, glaube ich, zu Ende. Angus said the portrait was his favorite wedding present. Thanks again for making it possible. My pleasure. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann schauen wir uns noch mal ein bisschen im Wald um und finden direkt eine Walnuss. Das ist schön. Oh, 2 sogar. Cool. Frage ist, nee, da unten steht jetzt keiner mehr, mit dem wir noch reden können. Ist Shelby denn wenigstens zu Hause? Das wäre schön. Nein, natürlich nicht. Wenn man einmal im Wald ist, ist der Kerl natürlich nicht da, wie immer. Wo der jetzt schon wieder ist, ich weiß es nicht. Vielleicht ist der ja auch mal... Also wenn wir ihn gar nicht sehen, kann es ja auch mal sein, dass der oben ist. am Kessel, sozusagen. Das habe ich sowieso nicht verstanden. Also seitdem das für mich quasi offen ist, ich meine, wahrscheinlich hat es nur damit zu tun, ist das ja komplett offen. Also theoretischerweise kann da jeder den ganzen Tag reinspazieren. Das finde ich irgendwie seltsam. I used to think a lot about where I'd go if the ferry could sail anywhere. Now, all I see in my head is eventually coming back from wherever I go. You played really beautifully, Juliet. Oh, thanks. Everyone keeps coming up to me and telling me that. Normally, when people try and talk to me, I kind of want to hide, but it's been nice. No? Deep in thought, Vanessa? What's that, dear? Oh, I'm so sorry. How rude of me. Yes. I was just contemplating our little town and all of its secrets. Secrets? Well, that would be telling, wouldn't it? Ja, recht hat sie. Okay. Violet, bei dir war ich noch nicht. Getting married isn't something I really think about. I'm way too young. I mean, I do have a bunch of sketches of my dream wedding dress, but that's more like design inspo. Mhm. Du kannst mir dann ja eventuell dein Design überlassen. I hear you're investigating the depths of our local mine. It was quite profitable when my father was my age. Maybe there's still valuable ore down there. Ja, das ist typisch Otto, ne? Wir haben gerade eine Hochzeit hinter uns und er redet über nichts anderes als die Mine. Did you see the portrait Parker gave us as a wedding present? When we first moved here, Francis would bring me bunches of turtle heads he picked out while walking. Parker's the sweetest guy for remembering that. Ja, er hat sich gefreut. Das finde ich doch cool. Ach, er ist gar nicht da. Lass mich rein. Lass mich rein. Ich will auch mit dir sprechen. Ja, keine Ahnung, wo er jetzt ist. Eigentlich sind wir jetzt einmal die Runde gegangen. Ach, mit dir, von dir brauchen wir noch Eisen. Last time we talked, you mentioned cat legends. Oh, this sounds silly, but well, my dad believes that cats can talk to the spirits that watch over our houses. So, I like to watch out for stray cats roaming around. That's not silly at all. I bet your dad was onto something. Nur dass es nicht mit Geistern direkt zu tun hat, sondern mit Hexen. Ich hoffe, es war jetzt Eisen, was wir herstellen mussten. Ich mach mal 5, dann haben wir noch mal einen in petto. So, aber sehr schön, dass sie endlich wach ist. Dann schauen wir mal eben, ob wir überhaupt Platz haben dafür. Das Färbebad war es, glaube ich. Okay, es waren jetzt doch 6. Ich dachte eben, es wären 5 gewesen. Ach, das ist ja ganz klein. Das kriegen wir ja sogar noch hier dazwischen. So, sieht zwar doof aus, klar, aber das kriegen wir noch hier dazwischen. So, schauen wir mal eben. Dann bräuchten wir da einmal Seide für und einmal... Oh ja, okay. Also kann man... Ach so, das kann man dann auch nochmal mit Seide... Das war ja auch keine Seide, das eine war Stoff. Und was ist das hier? Leder? Das kann man dann auch einfärben. Ah, das ist cool. Also wenn wir mal einen speziellen Auftrag bekommen, dann können wir das auf jeden Fall benutzen, weil das haben wir dann schon alles hier stehen. Das ist gut. So, ach so, dann brauche ich aber nochmal 5-mal Eisen. Vielleicht habe ich das jetzt auch im Kopf gehabt. Mit den 5. Dann würde ich sagen, mach mal die Nummer kurz. So, ich habe noch meinen Auftrag für dich.
5 Stück. Ja. So. Dann stellen wir das Gerät nämlich auch noch dahin. Weil ich sag mal, auch wenn wir es nicht benutzen, dann haben wir es zumindest schon mal. Metallwerkbank war das, ne? Ja. Und 600 kostet das, aber naja, gut. Es war ein blöder Ort eigentlich, aber ich glaube, sonst passt das hier nicht so rein. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt hiermit ist. Ich stell das jetzt so erstmal so ein Stück noch zur Seite. Achso, was habe ich denn noch eigentlich? Moment, ein oder zwei Sachen. Den Glasschmelzofen hatte ich noch. Oh, jetzt habe ich neu die Nähmaschine bekommen. Eieiei, zum Nähen von Outfits. Ah, davon hat die doch gesprochen. Kauf in Violets Laden neue Outfit-Designs. Achso, neue Outfits. Ah, wird im Werkzeugschuppen gebaut. Okay. Das heißt, wir bräuchten 4-mal Silber und 10-mal Eisen noch dafür. Das würde mich jetzt mal interessieren, ehrlich gesagt. 10-mal Eisen. Warte mal. Habe ich das denn noch? 10-mal. Das wird knapp. Das wird nicht knapp. Dann machen wir 5-mal. So. Ich meine, ich habe gesagt 4-mal, aber ich mache trotzdem erstmal 5-mal. Nicht, dass wir jetzt 2-mal laufen müssen. Pass auf, jetzt waren es gleich 6-mal, dann müssen wir doch 2-mal laufen. aber ich frage mich echt, wo wir das alles hinstellen sollen, ne? So, Nähmaschine. Kostet natürlich jetzt auch noch. Das ist ein doppeltes, okay. Doppeltes kriege ich. Ach so, weil das davor ist. Oh, okay, aber das ist schmal. Das können wir so davor stellen. Oh, das ist wirklich blöd. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob wir nicht eventuell lieber das hochstellen. So, und das nach unten stellen. Dann läuft man zwar direkt da drauf. Aber dann können wir das nämlich wieder eins in die Ecke stellen und ich komme da besser dran, hoffe ich zumindest. Dann haben wir immer noch die Gerberstation. Ach, da brauchen wir schon wieder 10-mal Eisen für. Ja, und da bräuchten wir noch Lehm. Das haben wir jetzt natürlich noch nicht geholt. Also Gerberstation nochmal 10-mal. Das hätten wir gerade noch so da. Das heißt, ich müsste dann echt nochmal gucken, dass ich offline nochmal in den Dings reingehe, in die Mine reingehe und nochmal ein bisschen nach Eisen schaue. Also bald, so langsam haben wir nämlich nicht mehr so viel. Ach, wir haben so schön viel gefarmt und jetzt haben wir so viel gemacht und schon, zack, haben wir weder den Platz noch die Materialien. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Gerberstation wollte ich. Wäre natürlich schön gewesen, alles so nebeneinander. Aber das kann man ja wieder vergessen. Dann hoffe ich jetzt inständig, dass der Glasschmelzofen auch 2 ist. Ich befürchte allerdings, dass das 3 sind. Und dann hätte ich schon mal das Problem, dass ich keinen Platz mehr habe. Es würde mich wirklich ankotzen. Dann weiß ich auch nicht, was das hier ist. Das kommt ja auch noch dazu. Oder ich muss wirklich den Glasschmelzofen dann in die Mitte stellen, wo jetzt gerade die Viecher hier, die Mehlwürmer drin sind. Und ich, also diese Seidenraupen. Und die müsste ich dann oben noch dazwischen stellen. Aber dann weiß ich auch immer noch nicht, wie groß das Neue ist und was ich damit machen kann. Das ist, naja. Schauen wir mal. Also da können wir Leder herstellen von Tierhaut und Gerberlösung. Okay. Kann an der Destille hergestellt werden. Ah, okay. Dann haben wir Fischleder. Ach du Scheiße. Okay. Da brauchen wir aber 7 Fische für. Und Pilze. Also mich würde jetzt mal wundern, mich würde jetzt mal interessieren, die Gerberlösung. Was wir dafür brauchen. Wir gucken hier nochmal kurz. Was ist das denn? Zapfrohr? An deiner Werkbank herstellen und damit das Harz aus Bäumen entnehmen. Aha. Kann an Aaron-Bäumen verwendet werden?
Ich stelle jetzt einfach mal eins her. Ich habe absolut keine Ahnung. Und hier kann man halt verschiedene Sachen herstellen. Oh, das wäre natürlich schön, so zur Hochzeit oder sowas. Aber eins kann ich nicht machen. Das ist eine Taschenuhr. Das sieht man. Schade, schade. Und was ist hiermit? Ist der da jetzt ans Richtige gegangen? Nee, das waren die Kerzen. Die standen schon länger da. Das hier wollte ich eigentlich gucken. Nähmaschine auf Lager. Stimmt, ich habe ja einmal habe ich ja Lederhaut gekauft. Also, nee, Pilzleder ist das. Roter Stoff, schwarzer Stoff. Aha. Stelle dieses Design her, um das Outfit tragen oder an Violet verkaufen zu können. Ja gut, tragen wäre natürlich Blödsinn. Aber hier das zum Beispiel, das habe ich mir extra gekauft, aber ich konnte es ja nicht anziehen. Wahrscheinlich habe ich mir gar kein Outfit gekauft, sondern ich muss das wirklich selber schneidern, was natürlich doof ist. Pechschwarzer Stoff. Achso, ja, da steht natürlich nicht drin. Schwarzes Leder und blauer Seidenfaden. Okay. Was war das hier nochmal? Achso, das war das mit dem Färben, genau. Ja, aber da haben sie so einige Sachen mehr bekommen. Das ist doch schon mal cool. Jetzt hat mich das gerade so durcheinander gebracht, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich jetzt eigentlich machen wollte. Die Formel. Ne, Moment, die Dinger hier, die brauchen noch bis morgen, ne? Noch einen Tag, ja. Dann gehe ich jetzt nochmal eben nach unten. Ach du Schande. Was ist das denn hier? Olivenöl. Können in Rezepten benutzt oder in einen Entsafter ausgepresst werden. Ach so, dann brauchst du Oliven für Olivenöl. Boah, ist das aufeinander aufgebaut. Das ist ja schlimm hier. Da muss man ja wirklich alles haben. Wo habe ich denn jetzt den Entsafter? Ey, ich finde hier überhaupt nichts mehr. Moment, war das das hier? Ja, ne? Wenn ich das denn mal auswählen könnte. So, Olivenöl. Oliven haben wir. So, einmal Olivenöl haben wir jetzt auch. Oh Gott. Okay. Dann. Gerberlösung. Wir haben aber nicht mehr viel von dem Hexenkraut und so weiter. Aber ich mache jetzt einfach mal eins davon. Das dauert 6 Stunden. Okay. Dann schaue ich auch noch mal eben... Wieso habe ich jetzt noch Wein? Ich habe den Wesley... Ach, ich habe den Wesley nur angesprochen, aber ich habe ihm nicht den Wein gegeben. Oh, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Das machen wir nochmal eben. Wenn er denn noch da sitzt. Wenn er nicht mehr da sitzt, dann habe ich keine Ahnung, wo er sein könnte. Er liest doch immer gerne und viel. Also hoffe ich mal, dass er noch da ist. Oh ja. Perfekt. Hi. Ich habe noch was für dich. Oh, I can't wait to drink some of this while reading the latest detective novels that came in. Also, wenn du die Flasche aufbekommst, kannst du es direkt hier machen, Wesley. Wollte ich nur mal gesagt haben. So, die Lederhaut. Hatten wir die nicht von Kim bekommen? Da können wir direkt mal kurz gucken. Tierhaut hat sie auf jeden Fall. Boah, 210. Boah. Ach so, das kann zu Leder verarbeitet werden. Naja gut, aber dann kaufen wir das trotzdem mal. So, und dann würde ich sagen, wir haben ja mit den Leuten gesprochen. Ich werde jetzt, da wir doch wieder einiges haben, was man so kaufen kann und verarbeiten kann und so, würde ich sagen, ich gehe jetzt nochmal eben eine Runde angeln. Und wir sehen uns gleich wieder, entweder wenn... Moment, mit dir habe ich noch gar nicht gesprochen, oder? Doch, mit dir habe ich doch schon gesprochen. Na gut, alles gut. Wir sehen uns dann entweder gleich wieder, wenn es im Wald noch was Neues gibt, was man sich angucken kann. Oder aber wir sehen uns wieder, wenn es ins Bettchen geht. Bis gleich. Shelby. Now I see what song Juliet was practicing that whole time. She's really got an ear for music. Just like her pa. Oh, I didn't know her dad was a musician. He wasn't as such. But he had a sweet singing voice. He used to sing below Sophia's window when they were courting. Oh, really?
That is adorable. Yes, it was quite a love story. No. Well, I didn't expect to see you here. Tara, you've caught me at the end of my little expedition. I'm terribly intrigued by Fairhaven's history, so I wanted to know if I could find any clues to its people in the mine. Besides, I dated a fellow grad student. She was a geologist for a bit, and she took me on cave exploration dates. Though, perhaps people who aren't earth science grad students wouldn't find caving enjoyable? What do you think? Ein abenteuerliches Date, okay. Es ist unkonventionell, aber cool. Es ist unheimlich. Ja, abenteuerliches Date. Ich hoffe, sie meint jetzt nicht mich. Vielleicht finden Leute, die keine Studenten sind, keinen Gefallen am Höhlenwandern. Ja, ich sag mal, es ist unkonventionell, aber cool, ja, Höhlenwandern. I never thought of caving as a date activity. But it sure would make a unique date. It does, I assure you. I haven't been in a serious relationship for quite a while, but I enjoy thinking about one-of-a-kind dates. They're such a delightful way to get to know another person. In fact, maybe you and I could... We could what? Do absolutely nothing. Oh, would you look at the time? I've got to head out. Give her... Lass sie einfach gehen. Lauf ihr nicht hinterher. Ich muss jetzt erst noch ein bisschen grinden hier. Ja, und ich wollte eigentlich gerade zum Hexenzirkel gehen, aber da habe ich jetzt nochmal Shelby getroffen und der scheint eine Quest für mich zu haben. Oh my gosh! I did the card trick just like you said. I can't wait to show my mom and dad. Oh, don't show them how the trick works, you hear? Real magic has got to stay secret. You're so gentle with all the kids, Shelby. Gentler than you treat their parents. They haven't learned to disrespect me yet. Besides, where I come from, we treasure children. Where you come from? You mean the city? No, no. Somewhere much farther away than that. I get the sense you've lived a very full life. Lots of adventure. Am I onto something? You haven't the half of it. But one day, you'll understand. You're destined for as much adventuring as me. Das klingt für Fairhaven schon normal. Ich werde versuchen, dem gerecht zu werden. Ich brauche nicht noch mehr Abenteuer. I'm getting the sense that everyone in Fairhaven has lives full of adventure. That's the truth. More or less. No matter what someone wants, fate finds them. And on Fairhaven, fate is always real close by. Oh, wir haben endlich ein neues Herz mit Shelby. Ja, wieso ist das jetzt schon wieder gelb? Keine Ahnung. Aber das ist Gelb, was wir schon hatten. Ja, dann schaue ich jetzt nochmal, ob es im Hexenzirkel was gibt. Ansonsten sehen wir uns gleich zum Gute-Nacht-Sagen wieder. Time for bed. Ja, und damit danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.